Die Ausstellung nennt sich Zeit im Fluss, Müllgeschichten aus dem Rhein. Und wir zeigen hier verschiedene Fundstücke aus unseren Cleanups, die wir in den letzten 5 Jahren hier am Rheinufer gemacht haben. Sprich Müllsammelaktionen, bei denen halt immer wieder auch alte Sachen auftauchen, die irgendwie eine spannende Geschichte haben und die uns vor allen Dingen auch zeigen, wie unglaublich lang Dinge aus Plastik vor allen Dingen auch erhalten bleiben. Wir sind als Umweltschutzorganisation BlockBlocks Cleanup hier seit 5 Jahren in Düsseldorf aktiv. Wir machen mindestens einmal im Monat einen Cleanup, also eine Müllsammelaktion am Rheinufer, aber auch an den Rheinzuflüssen, also an der Düssel, am Kittelbach, am Brückerbach sind wir aktiv und holen da eben ganz viel Müll raus. In den letzten 5 Jahren sind da über 45 Tonnen schon zusammengekommen. Was wir bei unseren Cleanup-Aktionen finden, ist wirklich alles. Also kleinen Windelpäckchen über Plastikdeckel, Feuerzeuge, Kippen, Traktorreifen, Teile von Autositzen, Einkaufswagen, es ist wirklich alles dabei. Und was jetzt wirklich hier in die Ausstellung gewandert ist, sind wirklich ein paar Objekte, die wir eben aus unserem Archiv geholt haben. Ein Archiv, das rund 350 bis 400 Objekte inzwischen umfasst, die eben eine spannende Geschichte haben, die alt sind, die besonders sind, besonders aussehen oder einfach eine besondere Geschichte erzählen können. Das hier sind zum Beispiel 2 Flaschen, die aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammen. Es handelt sich um ein Hautentgiftungsmittel und ein Waffenentgiftungsmittel, was in diesen beiden Flaschen aufbewahrt wurde. Es gehörte sozusagen auch zur Standardausrüstung der Wehrmachtssoldaten und wurde dann für den Fall eines Giftgasangriffs sozusagen eingesetzt, um die Haut vor der ätzenden Wirkung zu schützen zum Beispiel. Ich finde es sehr erstaunlich, dass wir das auch in diesem Zustand gefunden haben. Die Flaschen sind ja noch total intakt, selbst das Bändchen hier oben ist noch wirklich intakt. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Kunststoffflaschen damals auch in der Ausrüstung der Wehrmachtssoldaten eingesetzt wurden. Und dass es noch so erhalten ist, ist wirklich krass. Ja, das Problem ist natürlich, dass gerade Dinge aus Plastik sehr, sehr lange erhalten bleiben und wir deswegen auch in Zukunft natürlich ein Riesenproblem haben werden, wenn wir weiter so krass Plastik einfach produzieren, verbrauchen, wegwerfen, in die Natur, in Umlauf bringen. Gerade hier im Rhein ist es natürlich auch ein Riesenthema, dass der Plastikmüll in den Fluss gerät, über den Fluss in die Meere und da eigentlich nicht mehr rauszuholen ist und eben eine Riesengefahr darstellt für Tiere, für die ganzen marinen Ökosysteme, für uns selber. Es müsste uns wirklich allen mehr als am Herzen liegen, das zu ändern und dafür zu sorgen, dass weniger Plastik in die Natur kommt.